kurz vor dem anstehenden Wiener Konzert von Rammstein am 26. und 27. Juli verdichten sich die Forderungen nach einer Absage des Konzertes. Immer mehr Frauen finden den Mut, teils eiderstattlich auszusagen, was ihnen widerfahren ist: sexualisierte Gewalt. Doch statt ihren Berichten Glauben zu schenken und für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen, werden die Aussagen der Frauen ignoriert. Und die Konzerte in Wien, die finden trotzdem statt. Die Band und die Veranstalter, die knapp 110.000 Besucher erwarten, würden damit den eigenen finanziellen Gewinn über die dringend gebotene Aufklärung schwerwiegender Vorwürfe stellen. Denn während und nach Konzerten sollen es zu sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen sein. Unterdessen wurde die Petition aufstehen.at ins Leben gerufen, die die Konzertveranstalter Arcade Live und die Betreiber des Ernst-Happel-Stadions auffordert, mutmaßlichen Tätern keine Bühne zu bieten und die Rammstein-Konzerte abzusagen. Mein Name ist Feline, ich bin bei Aufstehen und ich bin der Kampagnenleiterin. Und wie du richtig gesagt hast, als die Vorwürfe Ende Mai ans Licht gekommen sind, war uns relativ schnell klar, wir müssen dazu etwas machen, weil es ganz oft passiert, dass wenn Betroffene den Mut haben, den Mund aufzumachen, dann ist es relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt wird. Und deswegen war es uns umso wichtiger, da ein Zeichen zu setzen. Wir haben eine Petition gestartet Anfang Juni mit der Forderung, keine Bühne für mutmaßliche Täter an die VeranstalterInnen des Konzerts. Es haben sich binnen kürzester Zeit 16.000 Menschen dieser Forderung angeschlossen. Mittlerweile sind es über 16.000, fast 17.000. Genau. Und wir haben von den VeranstalterInnen nichts mehr gehört dazu, zu unserer Forderung. Wir haben beschlossen, dass wir zu diesen Konzerten von Rammstein, die diese Woche in Wien stattfinden, dementsprechend auch eine Aktion machen werden, als Zeichen dafür, dass wir hinter den Betroffenen stehen, und werden am Mittwoch, den 26. Juli ab 17.30 Uhr vor dem Ernst-Happel-Stadion, wo das Auftaktkonzert ist, deswegen eine Aktion veranstalten mit vielen weiteren Initiativen. Mehr als 16.000 Menschen haben die Petition bis jetzt unterschrieben. Jeweils 50.000 Menschen werden trotzdem das Konzert besuchen. Hängt das damit zusammen, dass Leute dem Problem einfach aus dem Weg gehen wollen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir haben teils Leute oder teils haben uns Nachrichten erreicht von Leuten, die sagen eben, ich kann da nicht mehr guten Gewissens hingehen und ich gehe gar nicht hin, oder ich habe meine Tickets weiterverkauft oder ich war ewig Rammstein-Fan und kann das jetzt nicht mehr sein. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, jetzt erst recht. Und ja. Ich tue mich schwer, da einen Grund herauszulesen. Ich glaube aber, es zeigt schon auch ein, es ist uns nicht egal, sondern selbst, also es ist ja trotzdem, es zeigt trotzdem eine gewisse Reaktion und dann vielleicht eine negative Gegenreaktion. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einen Nerv getroffen damit, dass wir eine Petition gestartet haben, dass wir eine Aktion starten und dass das vielleicht einigen nicht recht ist. Aber ich glaube, das zeigt eben, dass es doch, also, dass sich vielleicht einige provoziert fühlen dadurch oder so. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass wir dranbleiben und allen die Chance geben, das so zu sehen, nämlich wem geben wir eine Bühne. Dafür, dass sich so viele finden und auch sagen, wir glauben Betroffenen und wir stehen hinter ihnen, das zeigt einfach, dass wir als Gesellschaft bereit sind, diese Gespräche zu führen. Wem glauben wir? Was für eine Kultur haben wir auch? Ermöglichen wir es Menschen, die betroffen sind, darüber zu sprechen? Welche Mechanismen setzen sich dann in Gang? Sind wir bereit, eben Betroffenen zu glauben und etwas gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch zu tun? Und ich glaube, mit jedem Protest ein bisschen mehr tatsächlich. Also ich glaube, natürlich ist es keine Änderung von heute auf morgen, aber es ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig auch, wenn wir sehen, dass jetzt die Fälle sind Ende Mai ans Licht gekommen und wir berichten immer noch, oder Medien wie ihr auch berichten immer noch darüber. Und ich glaube, das ist ganz gutes Zeichen dafür, dass sich etwas tut. Schutzzonen für Frauen, wie für die Wien-Konzerte angekündigt, könnten nicht die Antwort sein, wenn die Missbrauchsvorwürfe so schwer wiegen, dass mittlerweile die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Sänger Till Lindemann ermittelt. Man werde es nicht zulassen, dass diese Konzerte ohne sichtbaren und lauten Protest über die Bühne gehen, so die Initiatorinnen.